guten Abend. Am Strand von Florida ging sie spazieren. Und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, piekfeine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Pitsi Tiwi, Honolulu Strand Bikini. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, in diesen Jahren ist vieles gewachsen und das Heiligtum würde nicht mehr stehen, auch nicht mehr besucht werden, wenn es nicht viele Menschen ansprechen würde. Schönstatt selbst ist eine Erneuerungsbewegung und muss dann auch immer schauen, wie wir die Menschen in ihrer Zeit ansprechen, wie wir den Weg weitergehen, nach vorne gehen. Wir haben es äußerlich erlebt, dass weitergebaut wurde, haben auch erlebt, dass das erste Haus inzwischen innen ganz erneuert wurde. Und das ist ein Bild für den Weg, den wir zu gehen haben. Stets neu die Antwort so zu suchen, dass die Menschen der Zeit sie verstehen und auch die Antwort zu geben auf die Fragen, die sich neu stellen. Ja, das Heiligtum muss natürlich auch immer wieder mit neuem Glanz versehen werden, auch neu gestrichen werden. Erneuerung. Erneuerung, ja. Ja, Erneuerung braucht man immer. Ohne Erneuerung findet kein Leben statt. Das sind Sachen, die man erneuern sollte, weil sie sich überlebt haben, weil die Zeit weit gegangen ist. Ja, das ist unsere Wirtschaft. Ich verbinde es mit Wirtschaft. Nee, also den Glauben sollte man nicht erneuern, finde ich. Der sollte eigentlich relativ stabil bleiben. Ne? Natürlich hat der, also substanziell sollte der schon stabil bleiben. So in Äußerlichkeiten, natürlich, da kann er sich auch verändern, aber in der Substanz nicht. Auch soziale Formen könnten sich verändern, Äußerlichkeiten könnten sich verändern. Jede Menge Spaß mit vielen anderen Jugendlichen aus der Schönstattbewegung und viele Impulse, spirituelle Angebote. Einfach jede Menge Spaß. Also ich sehe in diesem Jugendtreff eine große Chance. Zum einen kann man sein Wissen über Schönstatt etwas ausbauen, weil es dort einige Workshops geben wird. Das Heiligtum in Oberkirch ist mir einfach unglaublich wichtig und ich finde, es muss gefeiert werden, vor allem auch von uns jungen Leuten. Einfach neue Gesichter, neue Kontakte. Ja, dass man einfach Erfahrungen austauscht. Auf jeden Fall, dass viele Leute kommen, dass es eine Atmosphäre ist, wo man miteinander in Austausch kommt, wo man miteinander redet, wo man Gemeinschaft erfahren kann. Das Heiligtum wird nur einmal 50 Jahre alt. Meine Erwartung ist einfach auch, dass es eine richtig geile Zeit wird für alle, die da sind. Ich erwarte tolle Gemeinschaft, dass viele Jugendliche zusammenkommen, denen einfach der Glaube wichtig ist und das gemeinsam feiern. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Wir sind dabei. Wenn du denkst, dass ein Update nur etwas ist für deinen PC, dann irrst du dich gewaltig. Denn du brauchst auch ein Update. Ein Update für dich und dein Leben. Komm doch zum Jugendfest nach Oberkirch. Hier hast du ein Update mit Gemeinschaft, Gott und Party. Wir warten auf dich und auf dein Update. Update 5.0 und alles wird neu. Wir sehen uns im Juni 2009 in Oberkirch.